Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wie immer der Fuchs für euch und ich freue mich, dass ihr heute am Start seid zu einem neuen Video hier zu World of Warcraft Classic. Ja, genau, und zwar, ich habe mir was überlegt und dachte mir, wie wäre es denn mal mit einer klassischen WoW-Videoreihe? Ihr wisst ja nun mittlerweile, dass ich diesen World of Warcraft Weltrekord verfolge, der ja aber nun auf Retail stattfindet und ich ein heißgeliebter Classic-Spieler bin und deswegen viele Streams mache, auch privat für mich alleine spiele. Und warum sollte ich das nicht einfach mal als Videoreihe machen? Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, lasst uns den Weg gemeinsam von 1 bis 60 durchziehen auf World of Warcraft Classic. So habe ich mir das mal gedacht und ja, dann würde ich einfach mal mit euch anfangen. Damals, als alles begann, vor 16 Jahren, um genau zu sein, als ich mir damals World of Warcraft noch gekauft habe mit, weiß gar nicht, wie viel waren drin, 6 oder 8 CDs, DVDs, habe ich angefangen damals als Nachtelf. Eine Nachtelf war meine erste Rasse, die ich hatte. Und vielleicht kann sich einer noch der andere erinnern, jetzt gerade aktuell in Retail, spiele ich auch wieder meinen Nachtelfen, den habe ich wiederbelebt, den Memo Attack. Mit dem habe ich damals begonnen. 16 Jahre alt ist dieser Charakter schon. Ist ein Druide und auf Classic habe ich jetzt noch gar keinen gemacht. Ich hatte jetzt Zwerge gehabt und genau, für diese Videoreihe dachte ich mir einfach, komm, lass uns doch mal einfach einen Druiden nehmen. Einen Druiden und mal gucken, ob der Name Memo Attack hier noch überhaupt am Start ist. So, Memo Attack, ich hoffe doch. Aber erstmal wollen wir noch schneller den auswählen. Also wir haben jetzt den Nachtelfen. Wir machen den noch männlich. Ganz klare Sache. Und wir nehmen den Druiden, wa? Wir nehmen den Druiden. Hier ist er. Ganz stunny. So, wir können nochmal, würde ich sagen, die Sachen ein bisschen anpassen. Ja, vielleicht die Hautfarbe könnten wir noch ein bisschen ändern. Ich mache das mal so ein bisschen... Okay, das sieht schon mal sehr... Das sieht gut aus. So, das Gesicht, der sieht natürlich sehr böse aus. Was haben wir da noch Schönes? Hier, das sieht schon mal ganz gut aus. Frisur. Frisur hat der ja jetzt hier so eine krassen Zopf. Ich denke mal, das machen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, meiner hat jetzt, glaube ich, hinten einen Zopf. Aber den Droiden sehen lange Haare immer ganz gut aus. Haarfarbe. Da machen wir mal nicht lila. Da hatten wir damals auch so wie heute weiß gehabt. Ja, wir wollen ja, dass er so ein bisschen gelehrt und... interessant aussieht. Und ja, Bärte, meiner hat einen Bart. Der hat auch sowas mit so einem großen Augenbrauen. Ich denke, das wird für einen Droiden schon richtig fett aussehen. Ja, denke ich, so nehmen wir das. So, Memo Attack. Wir gucken, ob der Name noch verfügbar ist. Ah ja, perfekt. Hat mir noch keiner geklaut. So, Memo Attack ist zum zweiten Mal in seinem Leben erwacht. Nochmal in Classic. Und lass uns doch einfach die Reise beginnen. Lass uns die Reise beginnen im Startgebiet der Nachtelfen. Ich war schon gefühlt über 10 Jahre nicht mehr da. Ich weiß nicht, was uns hier heute erwartet. Also, ich weiß, was uns erwartet und ihr wisst es wahrscheinlich auch, aber ich will einfach nochmal dieses Nostalgie-Feeling haben und lass uns es zusammen machen. Ich drücke jetzt auf Welt betreten und dann wird wahrscheinlich der Intro erstmal kommen und ja, seid gespannt. Okay, let's go. Zehntausend Jahre lang pflegten die unsterblichen Nachtelfen eine druidische Kultur in den schattigen Nischen des Waldes von Ashenvale. Doch jüngst zerstörte die katastrophale Invasion der brennenden Legion die Ruhe ihrer uralten Zivilisation. Unter Führung des Erzdruiden Malfurion Stormrage und der Priesterin Tyrann de Whisperwind stellten sich die mächtigen Nachtelfen dem Ansturm der Dämonen. Für ihren Sieg mussten die Nachtelfen jedoch ein schreckliches Opfer erbringen. Sie mussten zusehen, wie ihr geliebter Wald und ihre Unsterblichkeit selbst von den Flammen der brennenden Legion verzehrt wurden. Um ihre Unsterblichkeit zurückzuerlangen, beschlossen einige abtrünnige Druiden, einen ganz besonderen Baum zu pflanzen, der ihre Geister mit der ewigen Welt verbinden sollte. Malfurions Warnungen zum Trotz, dass die Natur diesen Egoismus niemals segnen würde, pflanzten die Druiden den großen Baum Teldrassil an der stürmischen Küste des nördlichen Kalimdor.
In dem vom Zwielicht umspielten Geäst des riesigen Baumes entstand die wundersame Stadt Darnassus. Doch der große Baum war nicht vom Segen der Natur berührt und wurde bald Opfer der Verderbnis der brennenden Legion. Jetzt sind die wilden Tiere und selbst die Äste des großen Baumes durch wachsende Dunkelheit besudelt. Als einer der wenigen noch lebenden Nachtelfen müsst ihr Darnassus und die wilden Kinder der Natur gegen die schleichende Verderbnis der Legion verteidigen. Irre. Total irre. So, wer von euch hat jetzt gerade World of Warcraft Classic Feeling bekommen, der meldet sich bitte. Ja, ja, okay, ich sehe einen da hinten, ja. Du auch, ja, ja. Hm, okay, alles klar. Ich sehe doch schon, einige haben doch dem Feeling jetzt hier unter die Haut bekommen, ja. Also ich natürlich auch, ich kann mich jetzt wieder daran erinnern. Guck mal, da lockt sich sogar direkt noch einer ein. Das war bei WoW schon immer irre. Nach so vielen Jahren, du kannst immer im Startgebiet anfangen, es sind immer wieder neue da. Es ist ein Rund-um-die-Uhr-Spiel, was immer wieder neue Leute einfach online schickt, ja. Ja, da war es damals. Vor 16 Jahren habe ich angefangen, als ich das installiert habe, nach stundenlanger Installation. Ich glaube, ich hatte damals noch, man nannte es Double-Speed-Laufwerk. Fand ich sehr interessant. Und damals wusste ich noch nicht, was mich eigentlich überhaupt hier erwartet. Ich habe davon auch nur gehört von Arbeit, meine Ausbildung damals, da hatte jemand erzählt, von Warcraft kommt ein Online-Spiel raus. Also ich hatte damals noch nie Erfahrung mit einer Online-Welt gehabt und wusste auch nicht, dass es sich hier um was für echte Menschen es sich dreht, inwiefern diese echten Menschen mit dem Spiel überhaupt was zu tun haben. Und ja, und somit bin ich dann hier erwacht. So, das Abenteuer beginnt, meine Lieben. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mitfühlt, wenn euch dieses Ding gefällt, wollen wir die Reise beginnen und da richtig Spaß dran haben. Ich werde auch hier alle Quests vorlesen und ja, zwischendurch immer ein bisschen quatschen. Wenn euch irgendwas an den Videos auffallen sollte, was ich hier besser machen kann oder so, dann natürlich schreibt es immer unten in die Kommentare rein, darüber freue ich mich natürlich sehr. Und ja, hier haben wir schon unsere erste Aufgabe, Konservator Iltali Lane. Er hat auch schon komischen Namen. Dann gucken wir mal, was er von uns möchte oder wie wir ihm helfen können. Ishnuala. Ah, die Schönheit von Shadow Glen erfreut meine Sinne immer wieder. Gleichgewicht ich der Natur. Seid gegrüßt, Memotech. Ich bin Konservator Iltalane. Meine Aufgabe in Shadow Glen ist es, für den Erhalt des Gleichgewichts der Natur zu sorgen. Die Frühjahrsniederschläge waren dieses Jahr besonders heftig, was dafür sorgte, dass einige Tiere des Waldes gediehen, während andere darunter litten. Unglücklicherweise sind die Bestände an Nachtsäblern und Distelebern zu stark angewachsen. Shadowglen kann nur eine gewisse Menge Futter für diese Tiere erzeugen. Zieht los, Droide, und dünnt die Eber- und die Säbler-Population etwas aus, auf dass die Harmonie der Natur erhalten bleibt. So, mein Questziel ist es, tötet 7 junge Nachtsäbler sowie 4 junge Distel-Eber und kehrt dann zu Konservator zurück. Okay, das machen wir. Als Belohnung können wir sogar aussuchen. Kriegen wir nachher irgendwas Handgelenk oder Handschuhe in die Hände? Del Nadis. Dann würde ich sagen, let's go. Okay. So, ich habe hier natürlich, mal gucken, schon will ich mir ein paar Addons installiert, ganz klare Sache. Ich habe gar keinen Plan. Ich habe natürlich überhaupt keinen Plan. Hier, da ist er. Ah ja. Ach so, warte. Perfekt. Okay, wir müssen... Hier können wir noch anstellen, dass er automatisch lootet. Das wäre natürlich auch ganz gut. Meistens immer so, ich habe... Mal gucken, für was für einen Beruf wir uns nachher entscheiden. Ich habe ja schon auf meinen Zwerg habe ich schon Leder, weil das natürlich für den hier auch ganz gut ist. Aber mal gucken, vielleicht machen wir sogar Alchemie. Auch sehr produktiv ist. So, da hinten haben wir die Nachtsäbler. Also man merkt jetzt schon, der Droide ist schon eine richtige Mana-Sau. Klasse Sache. Und ich habe dabei nur
haben sie mir eingepackt 2x erfrischendes Quellwasser und nur 4 Äpfel. Okay. Die Reproduktion ist vom Mana okay. Aber das ist zu weit entfernt. Wir müssen aufpassen. Man sieht schon, ein Gegner getötet, Mana sofort weg. Wenn ich an meinen Druiden heute denke, in Retail, ist es überhaupt nicht so der Fall. Oh, wir haben schwere Rüstung, schade. Da ist es natürlich ganz anders. Da geht fast gar nichts von dem Mana weg, wenn ich im Normalkampf gehe. Nur bei den Spezialattacken geht einiges an Mana weg. Ich brauche mehr Mana. So, da haben wir es schon. Achso, der ist schon tot. Ja, wer sich noch daran erinnern kann, der ist jetzt im Chat unten links liest. Verteidigung hat sich auf 2 erhöht. Das ist das Schöne, was ich an Classic auch so schätze. Bei Retail ist es ja leider so, dass die Sachen heutzutage, die du in dem Spiel erreichen kannst, eine extreme Reizüberflutung haben. Wenn ich mich manchmal eingeloggt habe, auch bei Battle for Azeroth, wo du dir dann denkst, okay, was mache ich denn heute? Weiß es nämlich nicht, weil es gibt einfach oversized viele Aufgaben, die ich einfach machen kann. Und ich weiß einfach nicht, was ich nachverfolgen soll. Und bei Classic ist es Gott sei Dank, das ist halt das Gute daran, dass es halt noch so einfach gehalten ist. Mein Mana ist zu niedrig. Und einfach man so diese einzelnen Sachen halt skillen kann. Wie zum Beispiel seine Fertigkeit. Ich glaube, das gibt es ja heute gar nicht mehr, dass man die Fertigkeit seines Stabes oder seiner Waffe skillt oder seine defensiven Fertigkeiten, Verteidigung oder Blocken oder sonst irgendwas. Das finde ich natürlich echt nice. Okay, wir müssen kurz warten. Mana muss ich auffüllen. Ich will natürlich ungern, ich habe ja nur 2 davon, das Quellwasser natürlich nicht benutzen. Praktisch wird es natürlich momentan nicht machbar, wenn ich 2 Gegner habe. Dann werde ich wahrscheinlich mit dem Druiden in die Knie gehen. Nicht genug Mana. Vielleicht habt ihr es auch gerade gesehen. Nice, Level 2 schon erreicht. Dass er gerade widerstanden hat. Auch eine Sache, die es in Retail meiner Meinung nach gar nicht mehr gibt. Das werden wir noch oft genug sehen. Dass die Sachen, die er tut, die können widerstehen. Ja, also ob es nun Zauber sind oder beim Angeln zum Beispiel gibt es auch Sachen, wenn man Fisch angelt, dann kann es sein, dass man gar keinen Fisch rausholt, dass es einfach erfolglos war. Was heute in Retail gar nicht mehr der Fall ist, du hast immer eine 100%ige Sicherheit, dass du aus dem Wasser irgendwas rausholst, auch wenn es nur irgendein alter Stinkstiefel ist. So, wir brauchen noch die Eber. Macht die Sache natürlich ganz interessant. Manchmal auch ein bisschen nervig, aber auch sehr interessant. So, und dann werden wir natürlich mal sehen, ob wir, wenn wir fleißig spielen, und fleißig Let's Plays machen, das ja wahrscheinlich, wir wollen es ja nun mal hoffen, also die Schönheit der Natur wäre es ja, vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört, dass die Gerüchte immer heißer werden um The Burning Crusade für Classic. Soll ja nochmal ein zweites Release bekommen. Vielleicht kriegen wir das ja hin, unsere Charaktere dann auch auf 60 zu machen. Damit wir dann einfach schön und nahtlos nachher ins TPC gehen. So. Ach, ich habe alle. Das ist ja wunderbar. Das ist auf jeden Fall schon mal. Auf jeden Fall sehr nostalgisch, mein Lieben. Natürlich hat sich auch ein bisschen die Grafik geändert. Also das ist der einzigste kleine Fake, den ich hier habe. Ich könnte es natürlich umstellen im System. Wir sind natürlich auf Qualität 10. Ja, wenn wir es jetzt runterstellen, dann kommt es gleich. Warte, da ist es. Grafikstufe Nummer 3 wäre dann Classic. So, hier seht ihr das. So hat es damals ausgesehen. Ist jetzt kein großer Unterschied. Man sieht zum Beispiel, die Vegetation ist ein bisschen weniger geworden. Ja. Ich muss aber sagen, das gebe ich mir, das haben sie gemacht und das finde ich natürlich schön. Guckt euch an, wie schön hier das Gras aussieht. Das können wir gerne machen. Da habe ich nichts dagegen. Aldrasil.
Es wird auf jeden Fall wirklich ein Traum, eine nostalgische Reise, wenn wir hier allein nur schon durchs Druiden-Startgebiet gehen, bis wir nachher die Insel verlassen und nachher aufs Festland gehen. Seid gegrüßt. Wird natürlich echt gut. Ah, die Schönheit von Shadowgirl erfreut meine Sinne immer wieder. Ihr habt eure Pflichten gut erfüllt. Memo Attack, Belohnung wählen. Wir können die Hände nehmen oder halt. Wir nehmen die Hände, da haben wir 21 Rüstungen drauf. Achso, genau, das wird deswegen sein, weil wir hier einmal Stoff und einmal Leder haben. Unsere Spezifikation. Ich würde den Druiden ganz easy auf Damage nachher skillen. Finde ich am besten. Heiler brauche ich nicht. Und Tank mache ich auch das erste Mal gerade in Classic mit einem Bergkrieger. Und deswegen werden wir auf Leder gehen und nachher in Damage machen. So, okay, meine Lieben. Ist jetzt erstmal für den Anfang, denke ich mal, erstmal genug. Ich werde mal gucken, ob es sich das lohnt. Das könnt ihr vielleicht unten auch mal in die Kommentare schreiben. Ob es sich für euch lohnt, diese Tagebuch-Videos länger zu machen. Länger bedeutet eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde. Oder ob es dann doch zu öde wird. Es ist natürlich für jeden unterschiedlich, ob er sich hierbei entspannen kann oder nicht. Aber schreibt mir das natürlich gerne unten in die Kommentare mal rein. Dann werde ich mir das angucken und dann schauen wir einfach mal das nächste Mal weiter. So, dann freue ich mich erstmal, dass wir das erste Let's Play hier geschafft haben. Und es hat mir schon mal auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall weiterzumachen. Wenn es euch genauso gut gefallen hat und ihr absolute Oversize Classic Fans seid, dann lasst doch mal ein Like für dieses Video da. Und ja, bitte abonniert meinen Kanal und guckt euch doch auch meine World of Warcraft, den Quest-Weltrekord an. Ist kaum zu übersehen. Da gehen ja jeden Tag mehrere Videos online. Genau. Und ansonsten, wenn ihr noch einen drauflegen wollt, besucht mich auch auf Twitch. Da bin ich auch live unterwegs. Genauso wie mein Kanal mit dem EpicFuchs82. Ja, der Fuchs sagt auf Wiedersehen, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.